Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir ganz neue Brennerei hier auf meinem Fass. Die 1770 Glasgow Distillery und mit ihrer Flasche The Original Fresh and Fruity kostet bei uns bei whisky.de im Shopsystem 48,90 Euro. Ist eine erste Flasche von dieser Brennerei, die wir bei uns gelistet haben. Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Schauen Sie sich mal die tolle Farbe an. Die Brennerei wurde 2014 erst gegründet und die 1770 ist da ein bisschen, wie heißt es schon auf Englisch, misleading. Allerdings wurde die letzte Brennerei-Eröffnung, der letzte Brennerei-Neubau vor über 120 Jahren, nämlich 1902, erfolgte der erst in Glasgow. Und seitdem war dann nichts mehr. Die vorhandenen Brennereien produzierten noch, bis die dann so alle ziemlich runtergingen und geschlossen wurden. Und anderen Industrien wichen und man die Brennereien raus auf das Land oder die am Land dann überlebten. Und jetzt ist also wieder die erste Brennerei seit 1902, die in Glasgow selbst wieder eröffnet wurde. Tolle Brennerei. Und die haben drei Brennblasen in der alter schottischen Tradition für die Lowlands aufgebaut. Und die haben sie nach den drei Gründern genannt. Ernie, Mary und Tara. Wobei sich Mary ein bisschen gälisch schreibt, würde man nicht unbedingt so gleich als Mary dann erkennen. So erinnert mich, Entschuldigung, an Hans und Franz von Heidi Klum. Da wird das Working Equipment auch benannt. So, gelagert wird in der Glasgow Distillery in Port, Sherry und Madeira Fässern. Und bei dieser Flasche ist es sogar noch ein ganz bisschen anders. Und bevor wir dann dazu kommen, die Glasgow Brennerei wurde dann noch erweitert. Und zwar 2019 kamen dann noch zwei Brennblasen dazu mit Namen Margaret and Francis. So, und damit konnten sie jetzt ihre jährliche Produktion von 220.000 Litern auf 440.000 Litern verdoppeln. Das ist für eine neu gegründete Brennerei heftig. Das ist viel. Das ist richtig viel. Die wollen da was erzielen und erreichen. Ne? So, jetzt schauen wir uns die Flasche selber genauer an. Also eine sehr imposante, massive, toll gearbeitete Flasche, hebt sich von allen anderen ab. Ein bisschen höher. Das hat immer den Vorteil, auf dem Barshelf schaut er oben aus den anderen raus und fällt auf. Man darf es bloß nicht so hoch machen, dass er in die normalen Barfächer nicht mehr reinpasst, weil dann stellt man sie irgendwo unten hin und wird sie gar nicht mehr gesehen. Also das ist ein kleiner Spießrutenlauf, wie hoch darf man eine Flasche machen, dass man die überhaupt auf der Bar noch sehen kann, ne? Oder sehen wird. So, diese Flasche ist also gereift in First Fill Ex-Bourbon-Fässern. Das ist schon mal gut. Und dann nochmal finished in Virgin Oak. Was ist jetzt der Unterschied? Nun, First Fill Ex-Bourbon-Fässer sind eigentlich zum zweiten Mal befüllt. Das erste Mal mit Bourbon in den USA. Dann kommen die Fässer rüber und werden hier First Fill mit schottischem Rohwhisky. Und die Virgin-Fässer, die sind ganz frisch. Da lag also vorher noch nicht mal Bourbon drin. Und damit kriegt man ja einen gewissen Bourbon-Charakter hinein. Nicht vom, das ist reine Single Malt Whisky, also reines Gerstenmalz, nicht dieses Mais und so weiter vom Bourbon. Aber diesen Fasscharakter vom Bourbon, der sich in einer starken, Karamell, Toffee, Vanille ausdrückt. Das ist ganz typisch für frische Fässer. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier am Ende dabei rauskommt. Wow, der riecht jetzt aber nicht fresh and fruity. Nee, kann man so nicht sagen. Der riecht nach Vanilla, Caramel und Toffee. Ja, also das, was man jetzt erwartet von diesen extrem tollen Fässern, die man hier verwendet hat. Und vielleicht ist hier im Geruch noch so eine rote Beere mit dabei. Das wäre dann ein bisschen frischer. Ja, nicht kühl, nicht gefärbt, 46 Volumenprozente. Da ist dann schon was drin. Genauso wuchtig geht es weiter. So eine leichte Marzipannote. Bisschen Biskuit. Vielleicht so eine Honigsüße noch mit oben drauf. Und dann im Abgang kommt jetzt die Fruchtigkeit Fresh Ananas durch. Allerdings dann zusammen mit dem Hauch von Pfeffer und ein bisschen dunkler Schokolade, vielleicht hin zu Lakritze aus diesen Tanninen der Eichenfässer.
Und ich würde jetzt den Whisky nicht fresh and fruity nennen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen fehlleitend, sondern das ist mächtig und voll. Also das ist ein Antritt, den ich jetzt bei Fresh and Fruity so nicht erwarten würde. Das ist ein toller, massiver Whisky, der ohne Altersangabe schon einen richtigen vollen Antritt hat und einem so richtig ja, auf die Zunge, in den Mund, in den Rachen geht. Da glüht es im Hals. Das ist massiv. Also, da haben sie für ihre erste Flasche sich nun überhaupt nicht lumpen lassen, tolle Fässer hergenommen, so gehört sich das auch, damit man die ja, Erstkunden einer Brennerei dann mal zu den ja, tollen Assets dieser Brennerei hinführt, das, was die Brennerei leisten kann. Wo sie mit ihren 440.000 Litern hinwollen, ich habe keine Ahnung, ne? Ich glaube, man kann dort in Glasgow auch Besichtigungen bei der Brennerei durchführen. Vielleicht denken Sie da an einen größeren Publikumstouristenverkauf. Werden wir dann sehen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.